Buongiorno, meine kleinen Makaronis, zu einer neuen Aufnahmesession von Bomberman Tournament. Wir befinden uns in der unglaublich mysteriösen Grimm-Base. Und wir haben noch etwas zu tun, nämlich hier wieder rausgehen. Ich habe nämlich etwas die ganze Zeit, also wir haben jetzt seit kurzer Zeit, seit ein paar Folgen. Oh. Alter, leck mich! Seit ein paar Folgen haben wir die Möglichkeit, etwas Bestimmtes noch zu machen. Das habe ich ganz verdrängt. Und dafür müssen wir kurz hier weg. Warte mal kurz, wir haben Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6 fehlt uns. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 fehlt uns noch und die 25. Und wir werden uns jetzt eine der fehlenden Nummern holen. Ich glaube, es war die 25. Dafür muss ich mal kurz weg. Da muss ich hin. Yeah, tolle Musik. Weg dafür dieses Dudel rein. Wir haben... Aber kurz räuspern. Wir hatten ja einmal hier ein Dungeon, da war es dunkel drin, da konnten wir nicht weitermachen. Ups, auch falscher Weg. Und da möchte ich gerne wieder rein. Okay, jetzt bin ich falsch. Warte mal, ich bin glaube ich falsch. Ich muss doch in die andere Stadt. Ja, da muss ich doch hin. Habe mich vertan. Tut mir leid. Mein Fehler. Hab schon wieder, ich glaube, ein, zwei Wochen nicht gespielt. Jetzt wird wieder Zeit. Wir fangen es ein bisschen ruhig an heute. Mit P-Animal werden wir ganz ruhig lossprinten, damit wir hier ganz schnell voranschreiten. Mal kurz was gucken. Ah ja, hier war das Wasser. Okay. Na, Lord Schweinebacke. Na, Lord Schweinebacke. Müssen wir aber kurz switchen auf Sharkoon. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Sharkoon. So. Wer macht nochmal Licht? Du machst Feuer hoch. Das war hier. Warte. Doraco, ne? Ja. Doraco brauchen wir. Das ist sehr gut. Wir einmal kurz hier alles wegschieben und sollten jetzt hier irgendwo... Nö, hier noch nicht. Ich glaube, da war das, ne? Warst du es? Ne, du warst es. Ich meine, es war hier, oder? Keine Ahnung. Ich werde das jetzt auch einmal hier als, jedenfalls erstmal alles wegsprengen. Dafür nehme ich noch kurz unseren guten Enekorn, damit ich durch die Blöcke laufen kann. Blab. Und dann sieht man... Sehen wir uns gleich wieder, nachdem ich hier einmal kurz alles gesprengt habe. Jetzt, ne? Jo, hier sind wir richtig, hier ist es dunkel. Ich wusste es doch, Mann, ich bin so unglaublich gut. Und überhaupt nicht eingebildet. Klapp, es ist hell. Jetzt müsste ich doch eigentlich wieder wegswischen können, damit es wieder und es bleibt hell, oder? Warte mal. Jo, es geht tatsächlich. Geil. Dann kann ich hier auch auf P-Animal switchen, damit wir noch schneller sind. Jetzt gucken wir uns mal kurz um. Hier ist nichts. Da unten ist ein Riss in der Wand. Da hier war auch nichts. Okay. Hier oben war, glaube ich, auch nichts. Ah, guck mal, wer da ist. Ah, interessant. Das ist nicht der, den ich gesucht habe. Aber da ist jemand. Ums. Ich meine, es ist nicht der, den ich gesucht habe. Oh, hardly anyone comes around here. I'm waiting to catch a glimpse of a rare cover. Who lives here? I wonder what it's like. Ja. Ah, nein! Warte mal. Nein, falsches Carbon. Ich hätte fast Pokémon gesagt. Nein! Ah! So, jetzt aber. So, es ist Rare. Mhm. Hallo.
Selega, wie auch immer. You are doing well. Dann komm mal mit, mein Freund. Oh, das war der Löwe, okay. You can slow down near the enemies. Okay. Okay, den wollte ich eigentlich gar nicht. Ich habe ganz vergessen, dass es den auch gibt. Okay, es ist Nummer 6. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ich glaube, das Vieh, was ich wirklich gesucht habe, war doch woanders. Ich glaube, dafür muss ich sogar in die erste Welt. Wenn ich mich nicht irre. Weißt du was? Das werden wir gleich herausfinden. Ich werde einfach noch mal kurz hier alles sprengen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ein Moment hier bitte. So, da sind wir hier rausgekommen. Der Eingang ist instant weg. Das ist aber natürlich auch wieder ganz toll. Elekon ist noch nicht voll. Okay, dann kann ich mit dem noch ein bisschen alles einsammeln. Wir gehen mal kurz zu der Stadt der Anfänger zurück. Und ich werde mich mal kurz hier umsehen. Und wenn ich was finden sollte, welches zeigen, ansonsten schalte ich das einfach ganz raus. Weil ich jetzt doch ein bisschen... wieder auch. Ich weiß nicht mehr so genau, wo das Vieh war, was ich jetzt suche. Ich meine, ich finde es doch hier in der ersten Welt, aber ich bin nicht ganz sicher. Deswegen sehen wir uns gleich wieder. Kann ich eben aufs Spiel noch ein bisschen leveln, ne? Sieh mal, was wir da unten haben. Haha, ich bin doch richtig. Wir brauchten Siebaloon, um weiterzukommen. Und den haben wir jetzt endlich. Und da werden wir jetzt reingehen und etwas ganz, ganz Tolles finden. Bin ich fest von überzeugt. Weil hier kommen wir nicht durch. Da kommen wir nicht durch. Nur hier kommen wir da durch. Sehr geil. Drei gute Stube. Oh, das war's ja schon. How did you know to look here? Name's Firecom. Can I join the fun? Natürlich, mo. Firecom! Can detonate RC bombs? You can detonate bombs at any time with the... For guy. Ja, Firecom wollte ich die ganze Zeit haben, weil Firecom ist cool. Mit Firecom können wir jetzt einfach BAMS! Einfach das Haus in Luft jagen. Den wollte ich haben, verdammt, endlich! Nummer 25. Wir haben jetzt endlich unsere Kontrollbomben. Wir können sie hochjagen, wann wir wollen, wie wir es wollen und so weiter und so fort. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 fehlen uns noch. Und die werden wir natürlich auch noch kriegen. Mal kurz überlegen, war noch irgendwo hier was, wo ich meinen jemanden finden kann? Ich meine, nein. In der Kohlebasis kriegen wir noch einen. Und ich glaube, dann wird ja noch eins, dann fusionieren wir noch und ich glaube dann in der Kohlebasis eins, dann fusionieren und dann kriegen wir, ja, die letzten drei kriegen wir noch im regulären Storyverlauf. Das heißt, wir können uns jetzt wieder voll ins Abenteuer stürzen. Hat mich gerade mal 17 Minuten gekostet. Geil. Mit Offscreen suchen und so weiter. So, jetzt gehe ich nochmal Offscreen schnell zur Golem-Basis zurück und dann werden wir endlich die Basis durchrennen. Die Animal. Wir sehen uns gleich in der Golem-Basis wieder. Wir haben es dann endlich soweit Offscreen geschafft. So, da sind wir wieder. Oh, Elekong hat schon die Verteidigung voll. Ja, ich sammle hier fleißig ein. Und jetzt nehmen wir einfach mal den Affen, damit es auch schnell geht. Wir können den Affen nehmen oder Elekong. Mal gucken. Je nachdem, wie es mir beliebt. Ich glaube, für die Gegner... Scheiße, jetzt haue ich das in die Luft. Ich habe aber das hier. Ja. Ich glaube, es ist jetzt eigentlich noch besser, als einfach überall durchrennen zu können. Weil ich einfach schnell
Alles in Lufthansa kann. Bams, Bams. Ich bin nicht mehr darauf angewiesen. Das ist, ich liebe Firecorn. Firecorn ist toll. Einer der wenigen Affen im Videospielen, die ich toll finde. Panferno und so weiter sind auch klasse. Nur Panferno. Kann ich sagen, komm, jetzt hauen wir richtig drauf. Panferno haut einfach drauf. So, verrecke. Das wäre voll geil, ey. Ah, ich liebe es. Das sind keine Gegner? Okay, da muss ich einfach durchrennen. Hilfe! Was hier können wir jetzt wieder so machen? Wir können ja immer hin und her switchen zwischen Affe und Affe. Ach! Ganz vergessen. Wir sind ja Bienen. Jagen wir einfach mal in die Luft. Stimmt, das ist so ein kleiner Fallsteller. Der verdammte Bodenbomber. Der verdammte. So. Jetzt machen wir mal einen kleinen Rundgang. Alles ein. Nein! Alles einsammeln! Verdammt! Und ich muss aufpassen, dass ich mit dem nicht immer die Verteidigung einsammle. Jetzt muss ich wieder los aufpassen, nicht das Falsche einsammeln. Oh. Achso, die schon wieder. Die interessieren mich aber nicht. Ach, hier kommen wieder Gegner, die ich völlig verdrängt habe, weil sie kacke sind. So, verreck. Was zum... Ja, komm. Ja, stirb. Sehr gut. Kleines Mistvieh, du. Wow, wow, wow. Stirb! Yeah. Warum teilt er sich denn auf? Gut, der ist schon mal weg. Ich habe jetzt keinen Schaden genommen. Oh, wie geil, wusste ich gar nicht. Yes! Okay, Arschlöcher sind alle down. Okay, ich kann ruhig in den Blöcken stehen bleiben. Das ist ja... Wusste ich gar nicht, dass es noch geht. Voll cool. Geil, voll vergessen. Freut mich. Irgendwie. Okay, ich weiß... Ja, ja, du mich auch. Ich weiß nicht, wo wir überhaupt her müssen. Oh, war das knapp. Hier, da verbrennt das Geld, Mann. Ach, okay, hier sind wir mal... Ach so, cool, hier ist das Fusions... Das Fusionsdingens. Sid ist hier, okay, geil. Warum auch nicht? Warum rotzt er in die Richtung, in die ich gehe und nicht direkt auf mich? Dummes Feuer. Dummes Feu-Feu. Okay, jetzt müssen wir erstmal das Karma finden. Ich habe echt keine Ahnung mehr, wo genau das war. Weil, warte, falscher Knopf. Der, einmal hier. Weil hier haben wir echt viel zu tun. Okay, hier schon. Richtig? Ich weiß es echt nicht. Erstmal da oben kaputt machen. Oh nein, da ist ja was Verstecktes. Oh. Kann ich die Löcher sehen, wenn ich Shakun nehme? Warte mal. Möchte ich mal ausprobieren. Jo. Toll, hat sich ja gelohnt. Kann ich auch einfach Firecorn nehmen. Den Pedal da oben hochjagen. Okay, war genau richtig. Geil. Ah, wir können eine Bombe mehr verwenden. Ich hab, ja. Speich mit dem Weg hier hin und her zu laufen. Geil, jetzt können wir 4 Bomben schmeißen. Hat sich gelohnt. Ich möchte es mal so versuchen. Warte mal.
Okay, ich möchte es nicht so versuchen. Dann mach ich sie mal mit der Feuerkornbombe. So, Schnauzewichsgriffel. Okay. Ich werde jetzt erstmal damit spielen. Passt schon. Ist schon geil. Ach, wie die einfach wegschnetzeln. Ich darf nur nicht zu schnell drücken, sonst jage ich mich wieder selber in die Luft. Ich bin ja nicht unverwüstlich. Hallo? Der ist schneller geworden, hast du das gesehen? Nein! Sehr schön. Ja, das ist ja wohl so einfach offensichtlich. Ich möchte gerne das Carbon finden, was ich brauche, um Sid zu benutzen. Zu missbrauchen. Ich meine, ich habe auch damals in der Basis. Oh nein! Ein bisschen länger gebraucht, weil ich mich auch ein bisschen mal hier und da verfranst habe und ich wusste, wo es jetzt eigentlich längst. Das soll schon mal vorkommen. Die Basis ist ja jetzt auch nicht gerade nutzerfreundlich gestaltet. Das hat mich doch getroffen, leck mich! Mann, da ist auch einer. Ja. Ich aber nicht. Okay. Schon geil, wie ich jetzt schon so viel Schaden gefressen habe. Das ist ja der Wahnsinn. Boah, Mann. Ja, Tom, das Schwert ist weg. Leck mich. Nein! Oh! Ist doch zum Kotzen, ey. Halt! Jetzt fahre ich wieder runter. Ah, hat sich gelohnt. Aber es ist sofort explodiert. Schweinerei. Schweinepriester. Da! Dafür habe ich jetzt meine Zeit geopfert. Okay, gehen wir wieder runter. Falscher Knopf. Ah! Jetzt sind wir wieder in der unteren Ebene. Okay. Ist ja wie eine Pyramide aufgebaut, der ganze Klumpatsch hier. Schnauzer, komisches Ding. Warum sind hier einfach so Medizin versteckt? Das ist irgendwie. Ich weiß auch nicht. Lass mich nochmal. So gut ist, das kann ich jetzt alles dann aktivieren, wenn es sein muss. Das ist schon praktisch, ist schon praktisch. So wie der Affe. Beide Affen sind praktisch. Einmal alles in Luft jagen, bitte. Bombs, Bombs, Bombs. Okay, ja, haut das weg. Mal machen. Danke. Jetzt habe ich Verteidigung angesammelt. Ach, ist auch egal. Das sind wieder so klein. Was war das eigentlich für Viecher? Sieht aus wie krabbelnde Dildos. Achso, Spinnen! Was? Durch die scheiß Blöcke? Das ist aber gemein. Ach, nur Bitch. Okay, Raum ist sauber. Jetzt wird das Ungeziefer ausrotten, ausräuchern oder wegfetzen. Knapp. Okay. Man wird sogar darauf hingewiesen, dass da ein offensichtlicher geheimer Raum ist. Das ist toll.